Herr, sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Diesen beschuldigte man bei ihm, er verschleudere sein Vermögen. Darauf ließ er ihn rufen und sagte zu ihm: Was höre ich über dich? Leg Rechenschaft ab über deine Verwaltung. Du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Da überlegte der Verwalter: Mein Herr entzieht mir die Verwaltung. Was soll ich jetzt tun? Zu schwerer Arbeit tauge ich nicht und zu betteln schäme ich mich. Doch ich weiß, was ich tun muss, damit mich die Leute in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich als Verwalter abgesetzt bin. Und er ließ die Schuldner seines Herrn einen nach dem anderen zu sich kommen und fragte den ersten: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er antwortete: 100 Fass Öl. Da sagte er zu ihm: Nimm deinen Schuldschein und setz dich gleich hin und schreib 50. Dann fragte er einen anderen: Wie viel bist du schuldig? Der antwortete: 100 Sack Weizen. Da sagte er zu ihm: Nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte die Klugheit des unehrlichen Verwalters und sagte: Die Kinder dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichtes. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine Lieben, dieses Evangelium bringt sehr zum Ausdruck, worum es beim herrlichsten Herzen Jesu geht. Schon bei der Geben tut es die Herz-Jesu-Verehrung schon seit den frühesten Jahrhunderten der Kirche, ganz besonders dann auch im Mittelalter. Aber so in der Barockzeit, dieser Aufschwung, diese Weise, das Herz-Jesu zu verehren, wie wir es gewohnt sind, ist aus der Barockzeit der Weise die große Antwort auf den Jansenismus. Und der Jansenismus hat gesagt, es waren die Kreuze, in denen Jesus so hängt und nicht so. Weil nur ganz wenige gerettet werden, so viel halt quasi unter diesem Armen Platz haben. Weil niemand sozusagen die Buße tut und sich das Heil verdient. Eine rationalisierte Form des Christentums und das Herz Jesu ist das Gegenteil. Es ist die Liebe des Herrn, die barmherzig ist, damit wir in seiner Liebe seine Wege gehen können, dass wir vertrauen lernen in seine Barmherzigkeit und dass wir selbst vom heiligsten Herzen Jesu geformt sind und so auch den anderen barmherzig sein können. Gütig. Wir beten ja auch selbst im Vater unser: Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wie Gott mir, so ich dir. Dass unsere Herzen nach dem heiligsten Herzen Jesu geformt sind. Und es ist nicht die Frage Barmherzigkeit oder die Klarheit der Lehre, sondern es geht darum, dass wir immer mit dem Unterton der Barmherzigkeit und Güte die Lehre verkündigen. So wie man ja eine bittere Medizin versüßt, nicht um das Bittere, das notwendig ist, wegzunehmen, sondern um es ein bisschen bekömmlicher zu machen.
Wie viel wert ist ein Lächeln im Vergleich zu einem strengen Blick, wo es einem gleich alles zusammenzieht. Und wir sind umgeben von Sündern. Wir selbst sind Sünder und wir haben es notwendig, dass man uns immer wieder aufrichtet und mit Güte anblickt. Und genauso geht es auch unserem Nächsten. Jeder von uns hat seine schwachen Stunden und jeder hat seine Sturheiten. Und wie froh sind wir, wenn man uns nicht eins zu eins alles so zurückgibt, wie wir es verdienen. Wir haben oft gar keine Ahnung, wie sehr wir den Nächsten zu schaffen geben, indem er uns erträgt. Und dann natürlich die Sünde, dass wir wirklich aus Liebe zum sündigen Mitmenschen die Leiden aufopfern, die wir haben, gewisse Opfer auch für uns nehmen, vielleicht fasten für seine Bekehrung. Auch alle Kränkungen, die wir erleiden, dem Herrn darbringen. Dieses Betätigungsfeld ist ohne Ende und ohne Grenzen. Entscheidend ist immer die Liebe, die sich verschenkt. Das Liebe zu Gott und zum Nächsten. Und das Herz Jesu, das verwundete Herz Jesu möchte uns in seine Weisheit der Liebe hineinziehen, damit es in uns leben kann und unsere Herzen bestimmen kann. Sind wir dazu bereit? Ich denke, die Kirche von heute lebt von so vielen gescheiten Leuten. Jeder wüsste, wie es besser geht, aber kaum einer opfert. Sündet und betet. Und so möchte ich alle einladen, damit zu beginnen. Zur Erneuerung der Kirche und vielleicht auch ganz besonders für unseren neuen Bischof, der doch kommen soll. Amen. Wie geht's gut?